Startfrei. Startfrei. Start ist frei, zweites Rennen in die Gelsenkirchen Invitation, der Auftakt zur heutigen V6-Wette mit 9 Teilnehmern. Mit Come a Little Closer und Jan Thiering, das ist die Startnummer 1. Die 2 dann Lily Star, Ralf Popoli, die 3 Avanti. Holzschuh ist weg, der Arschloch. 50 Meter bis zur Startmarke, das Rennen ist unterwegs und in der Startphase ein Fehler von Dios Pio, der hier im Galopp beginnt und mit großem Rückstand auf die Reise geht. Fehler jetzt auch von Masterpiece. Und jetzt Ende der Geraden, eine Galoppade von Wizard. Wird viel gesprungen in der Anfangsphase. Glatt ins Rennen gefunden hat hier Avanti Royal und auch Scully Victory AS, die jetzt vorne mitmischt und jetzt in diesem Moment auch das Kommando übernommen hat. Come a Little Closer nach einem Fehler disqualifiziert. Drittes Pferd im Moment ist Lily Star, Ausgangs des ersten Bogens. Scully Victory AS vorn, vor Avanti Royal, dann Lily Star. So geht's die gerade herunter. 19-2 die erste Zwischenzeit. Platz 4 gehört im Moment Messi Hasela. Dahinter folgt dann Marie Nobel, dann Wizard und dann die Ostrio. Er nach dem Start wieder bemüht ist, den Anschluss herzustellen und das fast geschafft hat. Eine Runde noch zurückzulegen. Scully Victory ist vorn. Lily Star jetzt in der äußeren Spur unterwegs. Dahinter bleibt innen Avanti Royal dicht dabei. Vierter ist Messi Hasela. Dann haben wir eine Lücke von 3-4 Längen zu Marie Lobel. Dahinter dann die Ospio und klar zurück ist dann der schon disqualifizierte Wizard. Zweite Zwischenzeit 1:20:2. Auf der Überseite sind wir. Scully Victoria ist weiter in vorn. Lily Star zieht jetzt gleich und auch Messi Hasela, der in dritter Spur sein Glück versucht, ist hier in der vorderen Gruppe mit dabei. Avanti Royal an vierter Stelle, dann auch die Ospio jetzt wieder dran am Feld. Marie Lobel am Ende des Hauptfeldes, jetzt kurz vor Erreichen des letzten Bogens. Scully Victory AS weiter in vorn, Lily Star außen in zweiter, Messi Hasela noch weiter außen in dritter Spur, dann Avanti Royal und dann die Ospio. Wir haben noch 500 Meter bis zum Ziel und auch der letzte Bogen wird in 3 Spuren durchlaufen. 16:0 diese Zwischenzeit. Scully Victory AS, Lily Star und außen, das ist jetzt Messi Hasela, dahinter dann Avanti Royal. Zielgerade ist erreicht. Scully Victory AS, Lily Star, Messi Hasela an der Außenseite wird zum Angriff beordert. Scully Victory AS immer noch vorne, bei Messi Hasela in der Mitte kommt. Scully Victory AS, Messi Hasela dazwischen, Lily Star ganz außen, Dios Pio zu spät für den Sieg. Messi Hasela geht jetzt nach vorne gegen Scully Victory AS, aber Messi Hasela gewinnt hier trotz der weiten Wege gegen Scully Victory AS. Junge, ich liebe euch. Wunderbar. Kannst du an die andere Seite gehen, da kann ich hinten am Kopf gehen. Ja, was ihm? Wo geht's am Kopf? Ja! Oh, Messi. Danke. So, herzlichen Glückwunsch. Erster Sieg von dir mit Messi Hasela. Messi Hasela ist heute ohne Reise gelaufen. Das ist sehr kompliziert. Ich habe ja vorher schon noch gesehen. Was wäre das für ein Thema? Ich meine, wenn man auch seine Beine sieht, ihr habt nur auf der rechten Seite vorne und hinten Hinterschuh. Ist das so schwierig, bei dem Balance zu finden? Lauter. Ja, super. Herzlichen Dank. Ich gratuliere den Besitzern. Jürgen und Christiane Loben, Gratulation an Siegfahrer Jens Jongejans und ich hoffe, es kommt noch der eine oder andere Sieg weit dazu und ich hoffe, dass Sie jetzt den Schlüssel gefunden haben, weil Sie Hasela und auch das richtige Gut gefunden haben. Herzlichen Dank.
Ja, also auch noch herzlichen Glückwunsch an Trainer DJ Koppel. Tut mir leid, den habe ich jetzt gerade vergessen. Und der musste sich damit auseinandersetzen. Er hatte Messi Hansa ja auch schon als Jungswert und hat sich dabei Messi Hansa bestimmt schon auf den Kopf zerbrochen. Danke auch, herzlichen Glückwunsch nochmal. Und jetzt den Applaus bitte für Messi Hansa und die Fahrer Nils Jonny.